willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Tisch. Mit Tisch. Tisch. Heute mit Gerrit. Tisch. Und Andi. Und gemeinsam sind sie die Naturensöhne. Los geht's. Wie viele Vokale hat das Wort Natur? 2. Boom! Mit welchem Elternteil wird die Natur metaphorisch personifiziert? Der Mutter. Von welcher deutschen Hip-Hop-Band stammen Hits wie In der Natur, Die Welt ist fertig und Remi Demi? Deichkind. Um was handelt es sich bei der Nature One? Hauptversammlung von Fridays for Future oder ein Elektrofestival? Elektrofestival? Welche deutsche TV-Legende und Talkshow-Urgestein verstarb am 30. Oktober 2023 unerwartet an Herzversagen? Hans Meiser. Gut, dass er an mir vorbei ist, Alter. Wie hieß die Sendung, in der Unfälle nachgestellt wurden, die Meiser von 1992 bis 2006 bei RTL moderierte? Der siebte Sinn oder Notruf? Notruf. Unter welcher Nummer ist in Deutschland der Notruf zu erreichen? 112. Wie lautet die Quersumme aus 112? 11. 4. 1 plus 1 plus 2. Ja. Habe ich auch gelernt letztens. Ich habe auch irgendwie so eine Wurzel, da habe ich gezogen aus Versehen, aber es wird auch das macht Laune. Boah. Ihr seid Kandidaten bei Seven Worlds is Wild. Weißt du, was für ein Gefühl, auf einmal so im Fokus zu stehen, dass Leute euch bewerben, nicht angucken und sagen, hey, was ist das denn für zwei Jungs? Es ist geil, wenn man einfach alles mitbekommt, was im Hintergrund auch läuft und so, und das ist krass. Genug zu diesem Drehtag. Wie war es bei Seven Worlds Wild? Auch schön. Auch schön. Okay. Weiter! Wie kannst du die Entfernung eines aufkommenden Gewitters einschätzen? Durch die Zeit zwischen Blitz und Donner oder durch die Länge des Blitzes? Das Erste. Ja! Woran erkennst du bei den meisten Schlangen, ob sie giftig sind? An den Augen oder an den Fingern? An den Augen? Schlangen haben Finger. Welche der beiden folgenden Dinge ist eine eindeutige Methode zur Orientierung? Die Sterne oder eine Wünschelrute? Die Sterne. Gut geraten. Was ist das Wichtigste, um in der Wildnis zu überleben? Wasser oder Nahrung? Wasser. Willenskraft. Bürger. Welches blinde Federtier findet laut Sprichwort auch mal ein Korn? Ente. Huhn. Aber ein Huhn ist doch nicht blind. Na, welches blinde Federtier? Zuhören, Ohren auf. Zuhören. Lass sie doch mal in Ruhe. Welches blinde Tier? Ein Huhn ist ja nicht, aber ein Huhn ist ja nicht blind. Jedes blinde Huhn findet auch mal ein Korn. Aber es klang so, als wenn es feststeht, dass jedes Huhn blind ist. Nein, das gehört ja zum Sprichwort dazu. Okay, Gerrit, wir gehen, oder? Aber ich bin kalt. Seit zweiter schon, ne? Ja, oder? Erster oder zweiter? Erster. Ach, du hast es schon, ey. Kannst du dein Mikro mal ordentlich machen, dass die in die Öse hier reingeht? Das da, weil das hängt hier rum. Sieht aus wie bei Skyline TV. Live hier in der Herbertstraße. Oh, okay. Weiter! Was kommt laut Sprichwort selten allein? Boah, steht voll auf dem Schlauch. Ein Unglück kommt selten allein, oder? Doch, Hätte ich auch nicht gewusst. Oh, jetzt kommt Sprichwörter. Auf euch. Gerrit. Das ist lecker und schmeckt gut. Das schmeckt toll. Was habt ihr so gegessen in der Staffel? Dürft ihr euch ein bisschen spoilern, was ihr da so gefuttert habt? Oder was gibt's da, wo ihr wart? Ihr wart in Kanada. Und was gibt's da zu essen in den Büschen? Da gibt's so kleine blaubeerartige, ja, Beeren halt. Theoretisch Fisch. Theoretisch, ja. Frösche kann man ganz viele essen. Stimmt, ja. Kaulquappen. Pilze kann man finden. Dornenbrote, wie erlegt man denn Frösche? Ja, es ist relativ brutal tatsächlich. Zum Suizid überreden. Genau. Das wäre eine gute Entscheidung, wenn du jetzt freiwillig unter die Stein. Kehlstich und dann filetieren, so krasses Klingen. Aber soll nach Hähnchen schmecken? Ja, alles, was man nicht kennt, schmeckt nach Hähnchen. Ne? Ja. Das ist ja alles Quatsch.
Jetzt süffst du. Laut Sprichwort ist des einen Glück, des anderen Pech. Leid! Sag mal! Eine Killerrunde hier. Gibt's in Kanada Haie? Gibt's da Haie in Kanada? Das ist ja alles Quatsch. Was fällt laut Sprichwort nicht weit vom Stamm? Der Apfel. Ach! Stark! Wie wird eine nicht ernst gemeinte Äußerung oder Handlung genannt, die Heiterkeit erregen soll? Witz. Ach du Scheiße. Was für ein Keks macht gerne Witze und spielt Streiche? Ein Scherzkeks. Was für eine Scheiße verliere ich? Ich möchte mal ein geografisches Wissen abgefragt kriegen oder naturell oder so. Welches knusprige Süßgebäck, das besonders in chinesischen Restaurants gereicht wird, soll einem die Zukunft voraussagen? Glückskeks. Baumkuchen. Das ist die große Keksrunde. Wie viele Silben hat das Wort Maulwurfshügel? 4. Fiel der 1.1.2024 auf einen Montag oder einen Freitag? Montag. Ja! Ja! Wie wünscht man sich frohes neues Jahr auf Französisch? Mon ami oder bonne année? Bonne année. Welcher deutsche Humorist, Schauspieler und Regisseur, der durch Sketche wie Die Nudel und Weihnachten bei Hoppenstedts berühmt wurde, wäre am 12. November 2023 100 Jahre alt geworden? Loriot. Mit wem zusammen war Loriot in vielen seiner Sketche zu sehen? Evelyn Hamann oder Evelyn Bodecki? Das zweite? Nein! Loriot mit Evelyn Bodecki! Wer ist die zweite? Muss man die kennen? Die war im Dschungel. Die war im Dschungel. Ist, glaube ich, Dschungelkönigin sogar geworden. Boah, es wird immer schrecklicher. Das ist ja lustig da drauf. Gut, klasse. Ich habe gehört, Gerrit, dass du in der Staffel ziemlich oft hingefallen bist. Ja. Wieso? Weshalb? Bist du ein Trottel auch im Real Life? Ich bin ein richtiger Tollwatsch. Oder bist du über Andi drüber gefallen, als er gepennt hat? Nee, in der Tat absolutes Selbstverschulden. So viel kann ich sagen. Hast du dich auch oft hingefallen oder hast du aufgepasst? Kein einziges Mal. Hast du dich mal so gepiekt, so, dass du sagst, aua, Mann, scheiß Mama, deine Hause. Ja, tatsächlich, ja, pieken trifft's ganz gut, ja. Ja. Ist jetzt Vater nach der Staffel. Danke. Weiter. Guten Durst. Wie nennt man die Übertragung von Pollen auf noch unbefruchtete Blüten? Stäubung. Keine Ahnung. Das schmeckt hier, das schmeckt doch, oder, mein Freund? Das macht richtig Laune. Schön eiskalt. Oh Gott. Aber das ist wirklich kalt, das ist angenehm. Ich habe eine Idee, oder mein Vorschlag wäre, dass wir das Glas mal vergrößern, dass wir wirklich so ein Kölschglas mal haben. Ey, ganz ehrlich, finde ich gut, ja. Schreibt mir in die Kommentare. Ja. Sollen wir es machen? Größere Gläser? Vielleicht mal so eine Expertenrunde? Welcher Effekt soll da dabei rumkommen? Mehr Ekel, mehr Bauchschmerzen, mehr Klicks. Wie wird die Rückenflosse eines Hais oder eines Wals genannt? Finne. Da, jetzt raus. Wie bezeichnet man das ranghöchste Weibchen in einer Rinder- oder Elefantenherde? Kuh. Mutterkuh, oder? Kann ich es wissen? Leitkuh. Ja, stimmt. Sind die Fragen, die man nicht beantworten kann. La, 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 la. Mein Bruder, mit dem Herzen bleibst du drin, der kannst da nichts für. Keine Ahnung. Weiter. Wie nennt man holzfressende, ameisenähnliche Insekten, die in Staaten leben? Termiten. Wie wird das wässrige Sekret genannt, das beim Essen und Verdauen hilft, auch bekannt als Spucke, Sabba oder Geifer? Speichel. Ja! Pack ich wieder ein. Wie nennt man das Zusammenspiel von Ebbe und Flut? Gezeiten. Mein Gott, sind die schlau, die beiden. Wie heißt die große warme Meeresströmung im Atlantik, die für ein mildes Klima in Europa sorgt? Bermuda-Dreieck! Fick dich, Welle, keine Ahnung. Golfstrom, oder? Was sah das, Kamera? Das ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht gewusst, aber gebildete Menschen wissen das. Das war der letzte Shot. Unterdrücke die Wut, unterdrücke die Wut, unterdrücke die Wut.
Wusa. Bist du schon fertig, oder? Ich bin jetzt rausgeflogen. Scheiße! Ha! Das kann man wirklich wissen. Okay, okay. Wenn eine Daffy Duck-Frage kommt, wie die Cousine im Band 18 hieß, dann möchte ich auch mal über dich lachen danach. Den Namen kriegst du. Ja, das war schon wieder mal für mich. Ich fühle mich extrem beschissen, ziehe vor das Arbeitsgericht. Und Herr Solmecke, bitte melde dich bei mir. Sie haben eh noch 3 Mails offen, wegen meiner Ex-Frau. Antworten Sie mir und dann regeln wir das. Ich bin raus und mache vielleicht nächstes Mal wieder mit. Ciao. Das ist eine Scheiße. Aber ihr merkt doch, wie ich hier beschissen werde, oder? Bitte. Das ist ja alles Quatsch. Weiter! Hast du schon mal gewonnen? Schon ewig her. Wie bezeichnet man die Wissenschaft, die erforscht, an welchen Stellen welcher Teil des menschlichen Körpers sitzt? Was? Anatomie. Ach, krass. Oh, das hat was wissen können. Ist das dein Dritter oder dein Zweiter? Das ist mein Dritter. Eieieiei! Oh. Mir geht's gar nicht gut. Andi, deine Verabschiedung, deine Kamera. Ja, Freunde, ging schneller als ich dachte. Schade. Bis dann, ich bin raus. Und damit sind Gerrit und ich im großen Finale. Wir beide spielen entweder oder. Diese Tierart ist in Deutschland heimisch. Reh. Korrekt. Löwe. Nicht korrekt. Eichhörnchen. Korrekt. Wolf. Korrekt. Waschbär. Korrekt. Zebra. Nicht korrekt. Kiwi. Nicht korrekt. Fuchs. Korrekt. Wildschwein. Korrekt. Fledermaus. Korrekt. Wann kommen die Arschlöcher? Weißkopfseeadler. Korrekt. Du bist eine Schande! Das war's mal, so wie die Tüke an sich! Stirnlappenbasilisk! Saigo-Antilope! Bist du raus? Ja! Mann! Und damit gewinnt Gerrit! Korrekt oder weg das! Jawohl! Es fühlt sich genauso gut an, wie alle gesagt haben! Stark! Bewertet euch gerne in die Kommentare und sitzt auch mal hier mit am Tisch. Oh, ich habe ganz dünne, salzige Spucke. Das wäre dann dein zweiter großer Sieg in den letzten paar Wochen. Genau, denn die beiden gewinnen! Ja! Obwohl, es gibt ja keine klassischen Gewinner mehr. Alle gewinnen ja die durchs Ziel gewinnen. Es gibt keine Verlierer. Wir gehen in die Endcard. Oben gibt es ein tolles Video von Das schaffst du nie. Und zwar eine Nacht zurückgelassen im Sessellift. Als Trauma unlockt. Und unten gibt's die letzte Folge. Korrekt oder weg das? Mit Tisch. Tschüss. Mehr Ekel, mehr Bauchschmerzen, mehr Klicks.